Hi und willkommen, mein Name ist Daniel B und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Super Smash Bros. Ultimate. Lass meinen Charakter wechseln, okay? Lass mal abmachen, okay. Wen nehmen wir denn? Wen haben wir als hier zur Auswahl? Irgendjemand haben wir noch freigeschaltet. Yoshi. So klingt es, wenn ich ihn Yoshi nachmache. Okay, was haben wir denn hier alles? Möchte ich das alles abholen? Ja. Ja, ich bin so lange schon wieder am Zocken, dass ich das schon wieder abholen kann. Was haben wir schönes gefunden? Geisterpunkte. Shovel Knight. Ich glaube, der kommt nicht mehr in diesem Spiel als DLC-Charakter vor, weil er halt schon jetzt hier als Geist drin ist. So kann man schon so ein bisschen herausfinden, welcher Charakter noch hinzugefügt wird später per DLC, oder? Nehme ich jetzt mal an. Also, so kann ich nicht alle irgendwie so im einen Run irgendwie abholen, einfach so startet und dann habe ich alle abgeholt. Wenn ich mal so einzeln so abholen, dann finde ich ein bisschen nervig, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, das soll man machen, ne? Bis bald. Ich tue nächstes Mal irgendwie offscreen schon abholen. Boom. Boom. Nein, die habe ich ausgerüstet. Möchte ich trotzdem reinpacken? So, habe ich die jetzt noch ausgerüstet oder? Nö, hey. Okay, Gannon. Laufrahmen, da bringt es jetzt eigentlich nicht so, was soll's. Wen steuere ich gerade nochmal? Yoshi, mein Gott. Spezialstandard. Ja, so weit hätte ich auch gerne. Sachen, die irgendwie Fähigkeiten verstärken. Hallo? Gut, wo war mal hin? Da war so ein Dojo-Ding, ne? So, was war das nochmal? Das war irgendwas Nerviges, ne? Oh Gott. Ja, ich erinnere mich. Mal so, ob wir da unten irgendwie besser ankommen. Weiß nicht, ja noch, wer beschützt das hier? Woll Yoshi. Okay. Erhöht Katapultierbarkeit für jeden, also auch für dich. Weil das hat. Sieht da echt aus wie Woll Yoshi? Ja. Okay. Das war sehr gut. ja. Okay, nochmal. Ich habe da so einen ganz einfachen Trick. Mein Gott, machen die einen Schaden, ey. Boah, könnt ihr mal aufhören zu blocken, wenn ich gerade angreife? Damit habe ich den Multi-Smash geschafft, irgendeine Rekordzeit, ey. Boah, die tun immer ihren Seitwärtsschritt machen und tun im richtigen Moment ausweichen. Das gibt's einfach nicht. Kann man nur so oft irgendwie. Wie kann man nur so oft das richtig timen? Das verstehe ich nicht. Das ist voll schwierig, ey. Also ich finde das schwierig. Weil dieser eine Trick klappt irgendwie nicht. Lass ihn weiter einsetzen. Ich sehe, wie deren Katapultierbarkeit erhöht wird, ey. Ich
fliege irgendwie einen Kilometer schon weg und die, bei denen tut sich gar nichts. Geh weiter. Ich werde jetzt ja nicht 10 Minuten wieder rumsitzen. Schon oft genug passiert. So, Perry. Um das Gegner stärker. Er setzt auf seinen Spezial oben ein. Der Gegner fällt langsam. Also ein Schirmangriff. Der bringt es aber nicht so. Allgemein, die oben Spezialattacken bringen es nicht so, weil die immer danach verwundbar sind. Ja, ich komme nicht nach oben. Ich weiß genau, was du dann machst. Seht ihr? Ist dann verwundbar danach. Wow. Ich möchte nicht unter dir sein. Wenn du mit deinem blöden Schild dann kommst. Schild, Schirm. Oh Gott. Das Ei wird nicht geröstet. Nicht heute. Boah, warum habe ich so Probleme, die rauszuhauen, ey? Junge. Ja, da bin ich wahr sein, ey. Ich muss Gennendorf hier ein bisschen hochleveln. Ich sorge für den seinen Effekt bringt es leider nicht so. Kommen da rein? Kann man echt rein? Hallo, Scarborn. Wo in sein Tempo und Sprungkraft? Stärke Gegner bei jungen Gegner Schaden. Anders darf okay. Dass mir irgendwie ein Vorteil hier kommt, ne? Irgendwas muss da ja Vorteil sein für mich. Au. Ey, ich komme gerade da runter, ne? Alter. Bleib hier in der Luft, dann kannst du mich nicht greifen. Guck mal, er wird schon wieder versuchen. Ja. Habe schon gesehen, dass der hat irgendwie nicht mehr schafft. Okay, er hat eine riesige Verteidigung gehabt, das Scaraborn. Ich muss mein Gennendorf hochleveln. Weil warum nicht? So, ach, hier ist gar nichts. Boah. Boah. Müssen denn noch was? Aber kann ich da rein? Von da kam ich. hier ist nirgendwo mehr irgendwo was, wo ich hingehen kann. Da komme ich nicht weiter, da komme ich nicht weiter. Fürs erste, ja, ne, eine gute Idee nachzugucken. 64, verdammt, 16. Wenn ich ein oder zwei Charaktere noch rette, dann wirf ich da zusammenkriegen. Aber wie komme ich ja wieder raus? Okay, da ging es irgendwie nicht mehr so weiter für mich. Das ist wieder so ein Dojo. Lass mal da hingehen. Zu schwer. Geht doch bestimmt, da ist eine Treppe. Spielbildschirm steht plötzlich Kopf. Alles klar. Das ist jetzt nicht so dramatisch, finde ich. Yoshi könnte auch irgendwie so als Pokémon durchgehen, oder? Boah. Manchmal stellen sich die Gegner aber richtig an, ne?
vergesse manchmal, dass wenn man den Gegner irgendwie grabt, dass man noch ein paar Mal draufhauen kann. Werde ich vielleicht mal öfter machen. Zielangriffe. Okay. Kaneria, die Strahlenwaffe. So, Treppe. Bring mich irgendwo hin. Da unten, alles klar. Hier ist nirgendwo ein Geist. Da ist eine Truhe. Da unten ist ein Dojo. Bomberman. Oh Gott. Nee. Sehe schon, das klingt sehr nervig. Wie kommt man schon wieder dahin, Mann? Bin schon wieder irgendwie nicht sicher, wo ich hingehen soll als nächstes. Hier rechts ging es noch irgendwie weiter. Ich kann mich auf dem Weg zu diesem Boss machen, oder was auch immer das ist. Ja. Guck mal, ein Stern. Massen auf Gegner am laufenden Band. Besiege sie alle. King Nummer 2. Besiege sie alle. Alle 1000 Herzlose. Was? Die sind alle ihre Dinger am Aufladen, ey, ihre Schläge. Boom. Zwei Gegner übrig. Ich will da jetzt nicht unbedingt Gegner am laufenden Band nennen, also. Ich habe so mit 10 oder 20 gerechnet, also. Okay, ich habe alle Gegner am laufenden Band erledigt. Beinangriffe. Dann habe ich so ein paar mehr erwartet. Ich beschwere mich ja nicht, ne? Also macht's halt einfacher für mich. Wer bist du denn? Wallo. Riesenverwandlung für Gegner. Ja, du bist eine Riesenechse. Ich bin eine Mini-Echse. Oder Amphibie. Ne, Echse. Schießen Drachen, ne? Oder ein Dino. Ein Dino, ja. Oh, was ist das denn für ein Level? Kenn ich gar nicht. Warum kann nicht jeder Riesengegner so einfach sein? Ich weiß, du willst da Dinge einsammeln, ne? Ja, hast du eingesammelt. Jetzt bist du raus. Das hast du davon. Muss es das Ding ja unbedingt haben, ne? Okay. Ein bisschen schwieriger vorgestellt, aber was soll's. So. Da ist irgendwie eine Ranke. Kann man da hin? Weiß ich nicht. Also auch wieder ein Charakter. Libeldra. Erdbeben, die Stage erzittert und lässt Kämpfer hinfallen. Das meinten die mir Erdbeben. Wollte schon sagen. Das ist ein Item, das irgendwie ja Moon gegen Erdbeben macht gerade. Alter. Alter, ich habe ihn noch gar nicht getroffen, Junge. Du. Muss ich halt mit einer Knarre erledigen. Ja, sogar beim Blocken werde ich jetzt. Boah, ist das schon wieder. Mehr. Komm her, komm her. Boah. Hey, warum ist dieser Kampf so schwierig? Lollipop. Lollipop, Lollipop. Ich bewege mich da überhaupt nicht, Mann.
Was? Und der, ich habe das doch schon mal ausprobiert. Ey. So, wisst dich. Mein Gott. Die Bilder. Okay. Ah, mein rechter Arm ist schon eingeschlafen. Also, mehr oder weniger. Ich lehne mich die ganze Zeit daran. Also, ach, hier sind wir jetzt. Oha. Hey, warte mal. Kommen wir denn an den Schatz rein? So, Fei Long. Der ist aus Street Fighter. Ist, glaube ich, irgendwie der Bruce Lee von Street Fighter. Irgendwie jedes Kampfspiel hat irgendwie einen Bruce Lee Vertreter. Der Street Fighters Version. Oh, KP. Au. Okay, ist gut, dieser Angriff. Okay. Ich darf irgendwie nicht aus der Stage rausfallen, weil Yoshi kann sich nur mit einem Sprung retten. Boom. Kick. Yoshi Kick. Okay. Wir wissen, was dieses eine ist. Kämpfen wir dagegen einen Boss oder so? Er sah schon fast so aus. Bum, bum. Angriffe sind kaum zu unterbrechen. Oh, nee. Oh, das, wir sind fast genauso groß wie ich. Oh Gott. Wie soll ich denn den dann raushauen? Hallo? Wie soll ich denn den dann raushauen? Hallo? Okay, ich kann den raushauen. Matt. Oh. Komm schon. Können wir aber irgendwie nur gegen Amphibien oder Reptile oder irgendwie so, habe ich so ein Gefühl. Diesem Pfad, also sollte ich vielleicht weitermachen. Wir haben bestimmt gegen irgendeinen Reptilien-Boss oder so. Metal Ridley, was weiß ich. Oder auch mal ein Boss im Brawl, glaube ich. Boah. So, was ist das? Der überlebt das sogar nicht. Gut. Level 99 Evolution möglich. Ja, dann hat er bestimmt Flügel, ne? Okay, dann wollen wir mal sehen, was in diesem Schloss ist. Ich habe noch nie irgendwie eins von diesen Event-Dingern oder was auch immer es sein soll, gemacht. Also, gucken wir mal. Ah. Oh, hallo. So eine extra Level hierfür. Alter. Da ist ein Kämpfer. Bestimmt Bowser, ne? Wollen wir wetten. Robo Cooper. Er startet mit einem Bob-Bomb. Klein Bowser-Team. Okay, ich hätte nicht gedacht. Da wir kommen jetzt irgendwie in so einen Bosskampf oder so. Also was hier? Und du auch. Boom.
Ja, aber ich glaube nicht, dass wir zum Ende dieses Schloss hier noch in diesem Part ankommen. Aber was soll's. Wohl. Juste Belmont. Da gibt es so viele Belmonts. Juste Belmont. Oh, das wollte schon sagen, der steht jetzt die ganze Zeit da und wirft Äxte und so nach mir. Boom. Dreck. Das ist echt so Luftkämpfe trainieren. Irgendwie bin ich richtig schlecht darin. Oh Gott, das war knapp. Andere so professionelle Spieler, die springen ja so aus der Stage und schaffen es, den Gegner hier rauszuhalten, aber ich komme überhaupt nicht damit klar. Oh. Oh, Dreck. Oh. Wenn man diese Dinger. Boah, Junge! Stehst genau vor mir. Lass dich gefälligst treffen. So, jetzt aber. Ah! Wir sind nur immer noch am Leben, ey. Oh, Junge! Verreckst du mal endlich? Boah! Hey! Und manche Gegner sind echt nerviger, als sie eigentlich sein sollten. So, da kann ich nicht rüber. Ah. Hier ist ein P-Switch aktivieren oder was zum Verrat. Ja, auch. Hey, Leaf, das ist der Hauptcharakter aus Fire Emblem 5. Das ist Mega Man. War Jutsu und ich brauche auch noch, Kollege. Shadow Man. Oh Gott, das. Okay, wenn ihr nur einen Angriff spammt, dann spammt ihr auch nur einen Angriff, ne? Klingt doch fair, oder? Da nehmen die wenig Schaden dadurch. War einer schon tot. So wie dazu. Budisch. Kampf beginnt mit dem Schnitter. Eine Schnitte. Okay. Oh, oh, 4 Sterne. Ja, geht rein, bitte. Oh, das war heiß. Flammenberus. Flammen. Ja, Berus, das ist aus Kitty Goes Uprising. Oh, Bosskampfthema. Oh, ich liebe dieses Thema. Man hört es einmal pro Level. Am Ende immer. Alter! Ja. Geh weg. Ich kann auch Zeugs werfen. Alter! Weg. Oh, das ist natürlich wieder richtig nervig. Frustat, Frustat, Frustat. Nein. Trifft er mich überhaupt? Nö. Ich habe den seine Hosen erledigt. Oh, willst du mich verarschen? Ich in der blöden Dose hier weggehauen, ey. Ey, die ist doch riesig. Wie soll ich denn ausweichen, hallo? Na, ich sollte nach diesem Kampf mal aufhören. Und zurück zum Dings gehen. Zum Menü. So, ja.
und dann Feuerarten. Was ist das? Au. Boom. Oh, nix da. Oh Gott. Oh, gerade wo ich das Ding auf ihn geworfen habe. Boah. Mit Yoshi bin ich ein bisschen zu schlecht für solche Kämpfe. Ich muss noch ein paar Dinger ja kaufen. Wissen. Wer ist mir jetzt hier verarscht? Mir fehlt nur noch ein Ding. Ja, warte, da tue ich mir noch irgendwo. Ja, da oben war Ho-Oh, da komme ich nicht hin. Aha. Was als hier? Tschüss, dann gehe ich eben. So, dunkle Samus. Boah. Ich bin echt irgendwie so darauf konzentriert, meine Geister oder so zu stärken. Habe ich so ein Gefühl. Boom. Warum treffe ich denn so gut mit Yoshi auf einmal? So, weg mit Tisch. Ich will Fleisch. Dunkle Samus, kämpf nun mit. Okay. Oh, wir haben noch 1-2 Minuten. Also. Gibt's irgendwas? Ich muss ja auch ein paar Profi-Dinger hier erledigen, ne? Oh, Frank Profi oder so, ne? Machen wir gerade wo. Gegner reflektiert Geschosse. Eigentlich ist genau das Gegenteil von Geschossen. Er ist direkt nah und in your face. Such mal, das hier zu reflektieren. Da war schon. Ey. Ich finde, der Kreis hätte ruhig ein bisschen offener sein können. Vor allem, weil ich irgendwie so schnell gewonnen habe. So, noch ein. Eisalarm. Und du? KP auf 0, okay. Octoling, davon könnten sie irgendwie eine Echo-Kämpfer rausbringen, finde ich. Oh Gott. Und sagt mir niemand, dass hier eine Million von euch sind. Das Victoren, deren Angriff für mich nicht irgendwie stunnen oder so. Ich bin auch im perfekten Charakter. Kämpfen auf Midgar, merke ich gerade. Von Final Fantasy 7. Halt die Klappe da, Vegas. Was ist das? Ja, ducken bringt dir da auch nichts. Ey. Ich habe so das Gefühl, je länger sich das Ding dreht, desto schwieriger wird das. Weiß nicht wieso. Ja, noch einen machen, komm. Gengar, ja, mach mal Gengar. Boden des Gegner einschläfern. Oh. Eine Sekunde zu spät, du.
Ist doch nicht. Hey, du machst jetzt hier schon wieder nerviger, als es eigentlich ist. Alter, bitte. Wie kann man nur so oft diesen perfekten Ausweich machen, ey? Gengar. Okay. Alles klar. Ja, nichts bekommen, ja. Ja, würde ich sagen, in der nächsten Folge machen wir weiter und spielen klassischen Modus mit Mega Man, weil da gibt es einen Meilenstein für, ne? Und die sind mir halt wichtig. Ich bedanke mich alles fürs Zuschauen, sag tschüss, bis zur nächsten Folge.